Ich bin heute unterwegs und zwar bei der Roadshow der Deutschen Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank informiert in 90 Städten überall in Deutschland darüber, was sie so macht, wie sie arbeitet und das mit einem Truck. Und nicht nur irgendeinem Truck, sondern einem riesengroßen. Der ist hier hinter mir und ich würde sagen, wir gehen da mal rein und schauen, was uns da drin erwartet. Wow, sieht wirklich schön aus hier drin, vor allem schön bunt. Und was mich direkt anspricht, ist diese Ecke hier hinten, der gelbe Bereich. Da geht es offenbar ums Geld, ums Bezahlen. Welche Arten des Bezahlens kennt ihr denn? Elektronisches Geld und Bargeld benutze ich im Alltag. Einerseits natürlich Bargeld, ganz klassisch, aber heutzutage kann man natürlich auch überweisen oder auch zum Teil sogar per Handy. Kreditkarte. Bar, Bitcoins, Apple Pay, Girokarte, Kreditkarte, Bargeld, Checks. Kontaktlos oder Bargeld? Bargeldlos, Checks, Karten, alle möglichen Arten, also Kreditkarte, EC-Karte, genau. Gut, halt mit den Mastercard, EC-Karte und dann halt eben noch Bargeld. Ob ihr jetzt aber bar oder unbar bezahlt, auf jeden Fall ist es eine Kernaufgabe der Bundesbank, für einen sicheren Zahlungsverkehr zu sorgen. Aber natürlich seid ihr auch selbst dafür verantwortlich. Wenn es um Sicherheit geht, wie schützt du dich denn beim Bezahlen, dass da niemand irgendwie dazwischen funkt? Also aktiv, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht. Also im Endeffekt vertraut man da ja dann auf die Banken. Bin ich eher bei seitens Karte. Weil da wird halt auch immer noch mal gegengeprüft, gecheckt. Und wenn da irgendwas falsch eingezogen wurde, kann man es auch theoretisch wieder zurückholen. Grundsätzlich empfiehlt sich beim bargeldlosen Bezahlen die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt nichts anderes, als dass zwei Kriterien geprüft werden, bevor die Buchung veranlasst wird. Man sagt uns Deutschen ja nach, dass wir unser Bargeld lieben. Bei der jüngeren Generation, vielleicht auch bei euch, wird es zwar zunehmend vom Zahlen mit Smartphone oder Karte abgelöst, aber ich denke mal, dass fast jeder trotzdem weiterhin so ein paar Münzen und ein paar Scheine einstecken hat, zum Beispiel um mal kurz beim Bäcker oder in der Eisdiele was zu kaufen. Die Sicherheitsrisiken beim Bargeld sind logisch, dass man es verliert, dass es einem gestohlen wird und dass man Falschgeld angedreht bekommt. Und um zumindest das letzte Risiko, also das Falschgeld, so klein wie möglich zu halten, gibt es die sogenannten Sicherheitsmerkmale an den Euro-Banknoten. Und da würde ich gerne mal von euch wissen, woran kann man denn erkennen, ob es sich bei einer Euro-Banknote um einen echten Schein oder um Falschgeld handelt? Bargeld kann ja gefälscht werden. Ich habe hier zwei Geldscheine dabei. Einer davon ist echt, einer ist nicht echt. Lass dich nicht von den Stempeln und allem Möglichen irritieren, das ist einfach nur so drauf. Was meinst du, ist der echte und was ist das Falschgeld? Ist ein bisschen schwierig zu erkennen, so auf den ersten Blick auf jeden Fall. Hier auf die Wasserzeichen und vielleicht die, muss man vielleicht mal ein bisschen gegens Licht halten. Sagen, dass der hier gefälscht ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ist richtig. Also man erkennt es hier ganz gut an der Smaragdzahl. Die reflektiert hier gar nicht. Wenn man sie kippt oder so, passiert nichts. Und da ist es anders. Es ist so eine Art Hologramm. Dass man einen Geldschein gegen das Licht hält, um zum Beispiel das Wasserzeichen zu erkennen oder den Sicherheitsfaden, das wissen wahrscheinlich viele von euch. Bei Banknoten ab 20 Euro gibt es außerdem noch das sogenannte Porträtfenster mit dem Kopf der Europa. Und das wird im Gegenlicht durchsichtig. Ist hier am Exponat ganz schön dargestellt. Weitere Sicherheitsmerkmale kann man durch Kippen und Fühlen erkennen. Bei eurem echten Geldschein und auch hier am Exponat. Die Smaragdzahl, ein sehr schöner Name, ist zwar immer sichtbar, aber beim Kippen ändert sich ihre Farbe ins Bläuliche und ein Lichtbalken, der wandert auf und ab. Fühlen kann man zum Beispiel das Material der Euro-Banknote. Es besteht aus einem speziellen Baumwollpapier. Okay, sagen wir mal, ihr habt genügend Geld in der Tasche oder auf dem Konto. Da stellt sich die Frage, was bekommt ihr denn für euer Geld? Und damit sind wir beim Thema Kaufkraft. Oder anders ausgedrückt, bei der Preisstabilität. Und dafür gibt es hier in der Ausstellung einen eigenen Bereich. Die Preisstabilität oder genauer gesagt die Wahrung der Preisstabilität ist eine der wichtigsten Aufgaben der Deutschen Bundesbank. Aber was versteht man überhaupt unter der Preisstabilität? Der Rat der Europäischen Zentralbank zieht mittelfristig auf eine Inflationsrate von 2% ab. Die Preissteigerungen sollten in der mittleren Frist weder darunter noch darüber liegen.
Das klassische Instrument, um auf die Preisstabilität Einfluss zu nehmen, ist der Leitzins. Ist der Leitzins niedrig, hier angedeutet durch diesen Regler, der ganz unten ist, dann zahlen die Geschäftsbanken nur einen niedrigen Zinssatz für das Geld von der Zentralbank. Sie können also auch selbst Kredit zu einem niedrigen Zinssatz vergeben. In diesem Fall werden vermehrt Unternehmen und Verbraucher Kredite aufnehmen. Es steigt also die Nachfrage nach Krediten. Demzufolge verfügen sie über die Mittel, um vermehrt zu investieren und einzukaufen. Also steigt auch die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen. Und jetzt greift das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Eine hohe Nachfrage wirkt sich in der Regel immer so aus, dass die Preise steigen. Mit einem niedrigen Zinssatz kann also die Geldpolitik bewirken, dass die Nachfrage und die Preise steigen. Euroraum, Europäische Zentralbank. Wisst ihr, was sich hinter diesen Begriffen versteckt? Mal schauen, wie gut sich unsere Besucherinnen und Besucher mit dem Eurosystem auskennen. Es gibt ja verschiedenste Begriffe, wenn es ums Geldsystem geht. Euroraum, EZB, Leitzins. Kannst du mit solchen Begriffen was anfangen? Ja, kann ich. Ich denke schon. Okay, warum? Befasst du dich da auch privat mit? Oder? Ich studiere Ökonomie hier in Heidelberg. Naja, klar. Also Eurozone, Euroraum, das denke ich, kennen die meisten Leute auch. Also ich denke, es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn mehr Wissen zum Thema Geldpolitik verbreitet werde. Okay, wenn du dich informieren willst über solche Themen, wo machst du das genau? Schon im Internet auf jeden Fall. Wenn es euch so geht, dass ihr viele dieser Begriffe schon mal gehört habt, aber mit dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz so viel anfangen könnt, dann seid ihr hier genau richtig, denn hier findet ihr jede Menge Grundwissen an ganz verschiedenen Stationen. Und dann könnt ihr euer Grundwissen auch noch testen mit einem wunderbaren Spiel, nämlich mit einer kleinen Rallye. Ihr steuert einen Geldtransporter und dieser Geldtransporter muss letztendlich in der Bank ankommen. Allerdings gibt es da immer mal wieder Hürden. Es gibt einen Stau, es gibt Schnee, Schafe und vieles mehr. Und über diese Hürden kommt ihr nur, wenn ihr Fragen richtig beantwortet. 5 sind es insgesamt und das macht wirklich Spaß. Ich finde es gut. Ich finde es schön, dass die Bundesbank hier ein bisschen durch die Lande zieht und ein bisschen Informationen an den Bürger bringt. Ist cool, weil es sehr interaktiv ist, was halt, glaube ich, einfacher ist, es dann irgendwie zu verstehen. Sehr interessant. Also ich habe den Wagen gesehen und hier die einzelnen Stationen mit den Erklärungen. Schaue ich mir auch gleich nochmal an. Super cool. Das mit der Beleuchtung hier macht gleich so, dass man hier rumschnuppern möchte. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Ja, ist schön, dass man einiges mitmachen kann hier und Learning by Doing sozusagen, dass das veranschaulicht wird, weil normalerweise ist es ja auch eine trockene Materie und ich finde es schön, dass es da mal anschaulich dargestellt wird. Auch für die Kinder ist auch einiges aufgebaut, um an die Materie herangeführt zu werden. Finde ich super. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Deutsche Bundesbank finde ich interessant. Ich könnte mir sogar vorstellen, da zu arbeiten. Dann gibt es im Rahmen der Roadshow etwas ganz Besonderes, nämlich die Leute von der Personalabteilung. Die haben einen extra Stand aufgebaut und informieren über Einstiegsmöglichkeiten bei der Bundesbank.